Ja, dann starten wir. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz von unserem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg. 30. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga hier zu Hause im BWT-Stadion am Hartwald am Sonntag. 13.30 Uhr geht's los. Ganz herzlich begrüßen darf ich unseren Trainer Gerhard Kleppinger vor ja, einem wirklich wichtigen und wegweisenden Spiel. Trotzdem, Kleppo, werden wir beginnen mit kurzem Rückblick auf das Spiel gegen Paderborn und zum Personal, das kann ich vielleicht noch kurz ergänzen. Raphael Framberger und Dennis Diekmeyer werden weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Gibt es darüber hinaus noch Spieler, die es irgendwie erwischt hat? Nee, wie schon angesprochen, nur der Dennis ist angeschlagen, steht auf keinen Fall zur Verfügung. Framberger ist heute wieder eingestiegen ins Mannschaftstraining, also noch keine Option jetzt fürs Wochenende. Ansonsten haben wir alle an Bord. Prima. Ja. Kurzer Rückblick zu Paderborn. Ja gut, Paderborn, das war so ein Moral, ein Punkt für die Moral, nach dem 0-2 gegen so einen starken Gegner zurückzukommen. Das hat uns sehr, sehr gut getan. Ist auch, glaube ich, beim Publikum ganz gut angekommen. Und darauf konnten wir die Woche auch aufbauen und müssen halt jetzt gucken, dass wir das schwere Heimspiel gegen Jahn Regensburg erfolgreich bestreiten. Wir haben uns eine Ausgangsposition jetzt mal geschaffen mit diesen 4 Punkten, wo man vorher vielleicht nicht so dran geglaubt hat, gedacht hat, dass wir noch mal in Reichweite kommen könnten. Jetzt sind wir in Reichweite. Und jetzt müssen wir natürlich auch am Sonntag versuchen, da nachzulegen. Wir müssen da mutig ans Werk gehen. Wir haben den nötigen Respekt vor Regensburg, aber wie gesagt, wir müssen Mut an den Tag legen, auch mal Fehler tolerieren, uns gleich wieder finden, wenn wir welche machen sollten, um da erfolgreich zu bestehen. Gut, vielen Dank zum Einstieg. Und dann Nils Wollenschläger und Christoph Offner sehe ich. Wir machen wieder Duo. Los geht's, Nils, bitteschön. Ja, Herr Kleppinger, ist angesprochen worden, es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wie erwarten Sie denn Regensburg am Sonntag? Ja gut, es gibt nur wenige Möglichkeiten. Entweder spielen sie abwartend, lassen es kommen und versuchen dann im Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen. Oder sie gehen von Anfang an volles Risiko und sagen, okay gut, jetzt haben wir die Chance, die von uns wegzutun. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Aber wie sie jetzt kommen, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Unseren Plan ebenfalls nicht. Von daher, lassen wir uns mal überraschen. Christoph. Das 0-2, das man gegen den SC Paderborn aufgeholt hat, Sie haben es gesagt, war vielleicht ein Punkt für die Moral. In der bisherigen Saison war es auch oft so, dass nach Rückständen eigentlich gar nichts mehr ging, dass man das Gefühl gehabt hat, da hätte man auch abpfeifen können. Ist es ein Indiz dafür, dass die Köpfe in der Mannschaft jetzt so ein bisschen frei sind? Und wenn ja, wie haben Sie da eingewirkt, dass das endlich mal passiert ist? Ja gut, ich habe der Mannschaft auch versucht zu erklären oder habe ihnen erklärt auch, dass ein Spiel dann Schluss ist, wenn abgepfiffen wird. Das war auch eine Floskel, aber tatsächlich ist es so. Solange der Schiedsrichter nicht abpfeift und wir heiß sind, ein Spiel zu drehen, mutig sind oder aus einem kleinen Tal wieder nach oben kommen, besteht immer eine Möglichkeit, ein Spiel zu drehen. Und das war wir haben schon in der ersten Halbzeit einen Anschlusstreffer erzielt. Und dann wussten wir, gut, wir sind ein Ding zurück, aber die Möglichkeit mit einem Tor besteht, dass wir wieder im Spiel drin sind. Und wenn du im Spiel dann wieder drin bist, dann kannst du es auch gewinnen. Und die Mannschaft, die tut sich gegenseitig pushen und das ist natürlich viel wert. Wie gesagt, auch mal Fehler tolerieren. Da muss der Nächste den ausbügeln oder dem Kamerad helfen, dass er wieder on top ist und dann klappt das. Nils. Kemal Ademi hat zuletzt in der Startelf gestanden, hat sich auch mit einem Tor belohnt. Warum hat er aktuell die Nase vorne gegenüber den anderen Stürmern, die jetzt zum Beispiel auch nicht im Kader waren am vergangenen Spieltag? Ja gut, in der Vergangenheit war es ja so, dass wir wenig Trefferquote vorne hatten oder auch Scorerpunkte. Und der Kemal, der hat Veranlagungen, genauso wie die anderen Stürmer auch Veranlagungen haben. So, wir haben ja auch mit anderen vorne in der Startformation begonnen. Diesmal war es auch der Kemal und das Tor hat er natürlich hervorragend gemacht. Steigerung ist natürlich überall noch gewünscht, auch bei allen bei uns. Wir müssen es noch steigern, um letztendlich das gesteckte Ziel zu erreichen.
Und es ist natürlich toll, dass wir jetzt gerade auch gegen Paderborn zwei Stürmertore hatten. Ne? In Magdeburg waren es zwei Abwehrspieler, oder ein Abwehrspieler oder Abwehrspieler-Tore. Und jetzt waren es Offensivleute und das lässt sich dann ganz gut an. Christoph. Daran anschließend wäre auch ein Sturmduo Kemal Ademi, Frank Wiener möglich, die jetzt beide getroffen haben, dass man das Selbstvertrauen einfach mitnimmt? Das ist auch möglich, ja. Die sind beide möglich. Der Frenkie, seitdem er bei uns ist, ist er, glaube ich, unser Topscorer, wenn man die Tore und die Assists sieht. Und das ist durchaus denkbar, ja. Sie haben ja gegen Paderborn in der Halbzeit dreimal gewechselt. Unter anderem kam Erik Zenger rein. Wäre er denn jetzt soweit für einen Startelf-Einsatz? Er steht bei mir auf alle Fälle auf der Agenda und gegen Paderborn. Wir haben auch das System gewechselt. Könnte auch sein, dass wir von Beginn an mit einem anderen System hier aufwarten. Also beides ist möglich. Christoph. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, Herr Kleppinger, mit einem Sieg ist man wieder voll dabei im Abstiegskampf, ist punktgleich mit dem Jahr. Bei der Niederlage ist, das, ja, ist der Klassenerhalt schon wieder ein kleines Stück weiter in die Ferne gerückt. Wie moderieren Sie denn diesen Drahtseilakt, sage ich mal? Also auf der einen Seite hat man eine große Chance, aber wenn es nicht klappt, dann ist es ein großer Rückschlag. Ja gut, unsere Jungs, die sind ja auch nicht doof, die können auch die Tabelle lesen, die wissen, was im Spiel hier steht bei uns. Man darf bloß den Fehler nicht machen, dass man sie total unter Druck setzt. Also man muss schon mit einer gewissen Lockerheit auch ins Spiel reingehen, sonst kannst du auch kein Fußball spielen. Du darfst doch keine Angst haben vor Fehlern und so muss man das irgendwie moderieren. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist. Aber ist nicht so, dass wir unter dem Druck zerbrechen müssen. Wir dürfen nicht so viel Druck aufbauen. Wir müssen vielmehr so einen Zug aufbauen, dass jeder den anderen mitzieht und auch an die an den Sieg oder an unser großes Ziel glaubt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es in Köpfen installiert ist, dass man daran glaubt, dass man das sich gesteckte Ziel auch erreichen kann. Weitere Fragen, Nils. Hat ja unter der Woche bekannt gegeben, dass mit Livan Burcu ein Jugendspieler hochgezogen wird. Können Sie ein bisschen was zu seinen Qualitäten sagen? Er ist ein hochtalentierter U19-Spieler bei uns und sehr, sehr starker Mittelfeldspieler, der auch eine sehr, sehr gute Quote hat in der U19. Und wir freuen uns, dass wir so ein Juwel bei uns haben und dass er auch letztendlich noch sein Ziel mit seiner U19 schafft, dass er den Aufstieg in die Bundesliga packen. Christoph? Es ist der Sportdirektor immer noch nicht präsentiert, aber ist es auch, der Profivertrag für den Livan Burcu, ist es so ein Fingerzeig, wie es künftig beim SV Sandhausen weitergehen soll? Ja, ich glaube, dass wir wieder da hinkommen sollten, was uns früher stark gemacht hat, dass wir mit jungen Leuten arbeiten, die entwicklungsfähig sind. Also wenn man jetzt neue Transfers macht, ja, und dann schaut, dass wir die entwickeln, so wie wir das immer gemacht haben. Und dann können wir sie leider auch nicht halten, aber sie haben uns schon ein Stück dann weitergebracht. Ich glaube, das sollte wieder unser Weg sein, wenn wir neue Transfers machen. Gibt es weitere Fragen? Christoph? Also Markus, an dich zur Sportdirektorensuche gibt es keine neue Wasserstandsmeldung. Im Moment keine Wasserstandsmeldung. Die Planungen und alles laufen auf Hochtouren. Und ich denke, dass wir Anfang nächster Woche der Verein was bekannt geben können. Spätestens Anfang nächster Woche. Gut, dann herzlichen Dank. Wir freuen uns auf ein
Sehr wichtiges Spiel. Am Sonntag 13.30 Uhr hier im BWT-Stadion am Hartwald. Wir dürfen noch hinweisen aufs Fanradio, unseren Hartwald-Hörfunk präsentiert von Kurpfalz erleben. Ab 10 Minuten vor Spielbeginn werden die wieder auf Sendung sein. Ansonsten ja, hoffen wir auf möglichst viele Zuschauer, große Unterstützung hier am Sonntag. Und dann gehen wir es an gegen den SSV Jahn Regensburg. Bis dahin, gesund bleiben. Dankeschön. Tschüss.